Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und heute geben wir unsere Quest ab ohne Zucker. Tja, ich bin ein Arschloch. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein. Ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danken. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Auf geht's, versuchen wir das Zeug zu verkaufen. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen? Was? Das wusste ich gar nicht. Ich hab's versucht. Halt, ich hab's gesehen. Kurier. Den Kurier fangen und plündern. Hä? Was ist ein Kurier? Ich habe nicht die blasseste Ahnung. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zu unserer nächsten Mission rennen. Die sich wo befindet? Habe ich hier auch eine Karte? Ist wahrscheinlich andere Taste, ne? Ja. Die gute alte Select-Taste. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns da hinten. Auf dem Weg sammle ich noch ein bisschen was ein und dann freue ich mich in Keks. So, Freunde. Ich habe auf dem Weg hier so ziemlich viele Sachen eingesammelt. Sogar den Aussichtspunkt von der Burg hier. Und wir gehen hier jetzt mal oder versuchen mal hier reinzuklettern. Mr. Walpole nehme ich an. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Dankeschön. Ich war gerade hier schon drinne. Ich habe euch alle umgebracht. Aber ihr kennt mich nicht. Das ist für mich schon ein bisschen Panne. ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros. Die reden über mich. Ich habe nur Asesino gehört. Cállate. El gobernador tiene invitados. Oh Gott, hier wird geschossen. Ich glaube, das war so eine Verzögerung von vorhin, als ich hier rumgeklettert bin. Ah, das ist der Kollege. Was ist das für ein Cowboy? Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ach, die gehören. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Zu den Templern. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Oh Gott, die gehören zu den Templern. Wir sind übergegangen zu den Templern. Ich habe baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch in der Tür am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Ich muss nachladen. So,
Kurz nachladen. Das wird ein richtiger Shooter hier. Was ist denn los? Gut durch, was? Ich warte. Ah, ich habe zwei Pistolen. Ach so. Eine Waffe vier Kugeln fasst. Nicht andersherum. Ganz gemütlich. Ihr solltet einen englischen Freund von mir treffen, Julian. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique. Hab alle Ziele getroffen. Und jetzt? Soll ich irgendwas zertöten? Auf die Ziele schießen, habe ich doch. Take this. Bam. Huh? Ah, ich soll euch erschießen, okay. Ich darf die Waffen behalten. Das sind die Templer. Ich bin ein Assassine quasi, oder der, den ich umgebracht habe, war ein Assassine, der zu den Templern übergegangen ist. Und deswegen bin ich durch Zufall auch zu den Templern gekommen. Okay. Das ist schon mal dieser eine Punkt. Aber der zweite Punkt ist, woher kann ich die Assassinenfähigkeiten? Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Okay. Ja, ist ja gut, ich muss da laden. Kein Glück. Nein! Warum? Warum? Ich hab keine Munition mehr, Dude. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Aber ich hab keine Munition mehr, du Drecksack. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ach, schon verkackt. Ach, fuck. Ja, was soll ich machen jetzt? Ich hab jetzt keine Munition mehr. Ich krieg Munition geschenkt. Er schießt doch, Mann! Ich dreh durch. Er wollte nicht schießen. Okay, komm. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Na super. So, zack. Zack. Nachladen. Ich brauch zwei Schuss noch. Nein! Oh, ich hab verkackt. Ich hab nicht verkackt, ich hab getroffen. Oh Gott. Okay, das war's. Komm, durch. Ich bin durch. Mit Gastgeber sprechen. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. Dreckstempler. Alter. Zwei Klingen. So will es der Brauch, Rui. Brauch, Al. Duncan, wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Okay, quasi wieder ein kleines Tutorial, ja. Zeigt uns noch eine Technik.
Was soll ich euch jetzt zeigen? Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Okay. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Die bringen mir das gerade bei. Wie lame ist denn das? Meine Treue. Ein cleverer Trick. Und jetzt? Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Zeigt ihr es uns? Soll ich noch mehr zeigen? Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Im vollen Lauf? Okay. Und X dabei gedrückt halten. Okay, das ist neu. Okay, da vorbeilaufen ist übrigens nicht cool. Ich will mich nicht verstecken. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ip. Wunderbar. Ich weiß nicht, irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Das, keine Ahnung. Wir können doch nicht von Natur aus alles drauf haben. Ich meine, kann sein, dass wir einen Vorfahren hatten, ja, der auch noch Assassine war. Aber ansonsten... Keine Ahnung, von irgendwas stimmt hier nicht. Haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls, doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten, alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier, in Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Das ist nicht, das ist ganz komisch. Hausmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Das ist nicht ganz koscher, Freunde. Ja, stimmt irgendwas. Da muss irgendwas dran sein. Das kann doch nicht sein. Ich muss einfach weiterspielen. Ich muss einfach weiterspielen und es herausfinden. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer. Die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken.
Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald, denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen. Der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Nun, es erklärt definitiv, wie Haytham zu einem Templer geworden ist. Aber irgendwie, irgendwas stört mich noch. Das wäre das erste Spiel, wo wir durchgängig als Templer spielen. Irgendwas. Da muss noch irgendwas passieren. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Okay, klar, Chef. Wird's jetzt echt dunkel? Cool. Ein bisschen dunkler geworden. Okay. Bist du der Kurier? Das scheint mir der Kurier zu sein. Komm. Den Kurier fangen und plündern. Ja gut, okay. Hey, woher weißt du das? Rennt um euer Leben! Du willst mich verarschen, oder? Dieser Mann, er ist Pirat! Er ist der Pirat! Gottes Willen, hör auf! Bitte verschont mich, Master Edward! Bitte nicht! Nein! Ich helfe! Jetzt, ja toll! Ja, jetzt ist zu... Oh, toll! Okay, komm, scheiß drauf. Jetzt ist es echt zu spät. Ja, ich will bitte, Leute, Freunde, ich bitte euch, spoilert mich bitte nicht in den Kommentaren. Ich will wissen, was hier zum Fuck abgeht. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Weil das ist nicht, das fühlt sich nicht richtig an, was wir hier machen. Dass wir hier quasi als Templer rumlaufen. Gut, wir wissen nichts über die Assassinen als Edward. Wir wissen nichts über die Templer als Edward. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir Geld kriegen. Und da freut sich natürlich unser Edward, dass er Geld kriegt. Aber mehr wissen wir auch nicht. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Mission. Auf dem Weg werde ich wieder alles mitnehmen, was geht. Hier drüben. So, da sind wir auch schon. Ich habe wieder ein paar Sachen eingesammelt, Sammelbares. Ich glaube, ein Turm erklimmt. Also nichts Großartiges. So, der Mann, den sie den Weisen nennen.
Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Oh Gott. Ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ach, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, sin duda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Der Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. Da. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Scheiße, Mann, jetzt weiß ich, wie sich alle anderen gefühlt haben. Nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Scheiße, Mann, jetzt weiß ich, wie sich alle Gegner von mir gefühlt haben. Rennt! Rennt um euer Leben! Ich mach sie kaputt! Sie sind auf den Dächern! Wo bin ich? Hier sind zu viele Assassinen, ich weiß nicht, wer ich bin. Aber ich töte jetzt gerade Assassinen, das ist auch nicht richtig. Muss mich, glaube ich, daran gewöhnen, dass das ein komplettes Templar-Spiel ist. Ich bin besser als die Assassinen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist doch nicht normal. Und ich kämpfe nicht mal mit der Klinge, ich habe nur die versteckte Klinge an. Komm schon! Wo sind meine Pistolen? Verdammt nochmal. Komm hier mal hoch. Oh du Scheiße, die haben nicht mehr viel Leben. Wo ist der andere? Verdammt, da komme ich nicht schnell hoch genug. Das ist ein Blasrohr gewesen. So, weg mit euch. Spring doch! Oh Mann. Jetzt weiß ich, wie sich meine Gegner gefühlt haben. Bitte! Was ist dein Problem, Mann? Jetzt hol ich auch mal wieder schon besser raus. Du bist ja nicht tot! Weg mit dir! Jetzt tötet er auch schon Assassinen. Was ist denn hier los? Ich check hier gar nichts mehr. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir.
die einfach hier hoch. Dann bin ich schnell genug. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommen die Assassinen und holen mich und machen mich zu einem von ihren und ich bin undercover hier. Mach langsam. Und mein Sohn weiß nicht, dass ich, oder meine Verwandten wissen nicht, dass ich nur undercover bin, sondern denken, ich bin wirklich Templer. Das wäre das, was ich gedacht habe. Jetzt bleib doch mal stehen, Mann. Die Folge ist zu Ende. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Der ist schnell, der Typ. Ich nicht. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Der ist hier ums Eck. Ist doch aussichtslos, Mann. Früher oder später kriege ich dich sowieso. Ja, so werde ich bestimmt nicht schneller als er. Jetzt spring doch. Ach Gott, verdammte Axt. Ah, ich war so nah dran. Wo steckt denn der Typ schon wieder? Oh, meine Fresse. Jetzt bin ich wieder nah dran. Es ist aussichtslos. Irgendwann bist du in der Falle. Irgendwann bist du in der Sackgasse. Du kennst dich hier nicht aus, Dude. Oh ja, schubst die Leute um. Das macht dich langsam. Huch. Verprügeln, okay. Habe ich kein Problem mit. Zack. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Im Kampf die Pistole benutzen. Den Weisen von oben anpirschen. Ach, come on. Mach das doch einfach mit dich in den Bildschirm, damit ich es sehen kann. Ich hab's nicht gesehen. Freunde. Mit diesen Erkenntnissen beenden wir die Folge. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und denkt dran, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Das hilft meinem Kanal und meiner Motivation zudem auch. Haut rein, euer Zero. Tschüss.